Moin Moin, hallo, herzlich willkommen bei der Tratschstube. Ich bin der Matt und wie ihr am Thema gelesen habt, geht es diese Woche um die Frage, könnte ich wieder als Frau leben oder würde ich wieder als Frau leben? Für mich ist das Ganze komplett ausgeschlossen. Ich habe mich damals sehr wohl gefühlt und konnte mich mit meinem Namen auch nicht identifizieren, mit den ganzen Geschlechtern, mit nichts, mit gar nichts. Noch nie irgendwie. Ich habe damals Angst gehabt, meinen Namen mitzuteilen und anderen Leuten zu sagen. Ich hätte Angst davor, dass sie den Namen nutzen werden, weil ich mich super schlecht damit gefühlt habe. Ich hätte Angst, dass sie mich verarschen. Ich hätte Angst, dass sie herausfinden, dass ich weiblich bin, weil ich mich so sehr selbst für diesen Namen gehasst habe. Und ich glaube, dass der Name gar nicht so schlimm aus, sondern der Name ist eindeutig weiblich. Und dieses Weiblichsein hat mich gestört. Ich habe alles abgestoßen und abgrundtief gehasst, was mit Weiblichsein zu tun hatte. Aber das war nur bis zu dem Zeitpunkt, bis ich mir selbst bewusst war, hey, ich bin trans, ich bin ein Kerl. Und ich war mir schon bewusst, dass ich nicht weiblich bin. Also zumindest im Kopf. Körperlich kann man nicht viel dagegen tun, wenn man ein Kind ist. Aber ich wusste nicht, dass es dieses Trans gibt, dass man ein Kerl sein kann. Obwohl man körperlich eine Frau ist. Ich wusste, dass ich gar kein Mädchen bin und wollte eigentlich immer lieber ein Junge sein als Kind. Und das war wahnsinnig schwer für mich, weil ich diese ganzen Möglichkeiten, wie gesagt, nicht kannte. Aber ab dem Moment, wo ich dann geoutet war und die Namensänderung so durch war, jetzt ist so ein bisschen gefestigt in meinem Trans, ich bin die Hormone nehmen, stört mich das ganze Weibliche eigentlich nicht mehr. Und ich werde dem gegenüber immer offener. Es hat sich bestimmt fast 20 Jahre lang eingebrannt, dass ich alles Weibliche verabscheue. Und das war ein bisschen schwer, das Ganze abzulegen, aber ich gebe mir große Mühe und kann mittlerweile auch weibliche Charaktere in Videospielen anfangen zu spielen. Ich mag sie zwar meistens nicht wirklich, war einfach nur, weil sie mich nicht interessieren, die mich damit nicht identifizieren kann. Aber ich kann mich mittlerweile damit abfinden, auch weibliche Charaktere zu spielen. Ich gebe mir große Mühe, aber dass ich mich selbst als weiblich sehen könnte, auf gar keinen Fall. Das ist ein wahnsinnig großes, schweres, komplexes Thema. Wenn jemand anders das kann und auch sagt, er hat sich als trans geoutet oder sie hat sich als trans geoutet und ist den Weg wieder zurückgegangen. Hochachtung meinerseits. Das ist wirklich ein riesengroßer, mutiger Schritt. Ich könnte persönlich aber nicht, weil ich mich einfach damit nicht wohlfühlen würde. Aber das muss jeder für sich wissen. Das ist auch gut so, dass es manche Leute gibt, die den Schritt vielleicht zurückwagen, solange man am Ende glücklich ist und mit sich selbst zufrieden ist. Sollte man alles tun, solange man damit niemanden verletzt. Ansonsten war es ja schon wieder. Man kann nicht viel zu dem Thema sagen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende für die nächste Woche. Bis nächstes Wochenende. Wiederschauen. Danke, euer Matt. Ciao.